Jawohl, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jawohl. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal den Wolf Link Amiibo und ich habe vor, ihn heute tatsächlich mal einsetzen zu wollen. Dazu müssen wir auf unser Amiibo-Modul. Genau, dann setzen wir den da drauf. Und jetzt haben wir Wolfling als unser Begleiter. Ihr könnt sehen, drei Herzen hat der. Und da muss man auch eine Kleinigkeit zu wissen. Also das werde ich vielleicht in einem anderen Part erzählen. Oder das werde ich jetzt kurz erzählen. 2016 ist Twilight Princess HD rausgekommen, wie ihr vielleicht wisst. Und da gibt es eine Erweiterung, nämlich die sogenannte Schattenhöhle. Und wenn man diese Schattenhöhle dort besteht, dann bekommt Wolfling eben genau so viele Herzen, wie man zu dem Zeitpunkt hatte. Das bedeutet, wenn man den Wolfling mit 20 Herzen haben will, dann muss man eigentlich, ja, ihr wisst schon, dann muss man Twilight Princess HD vor Breath of the Wild gespielt haben, was ich fast ein bisschen krass finde, weil Nintendo da einfach den Spieler dazu zwingt, oder die Nintendo-Fans dazu zwingt, dann das entsprechend zu spielen, also Twilight Princess HD zu spielen, damit man Wolfling auch gut nutzen kann. Das heißt, er könnte auch schnell sterben, aber was Wolfling macht, ist, dass er uns auf jeden Fall unterstützt. Na gut, das hat er jetzt nicht gemacht, aber vielleicht könnte er es beim nächsten Part. Aber ich wollte ihn euch mal so gezeigt haben. Und er hat auch echt coole Fähigkeiten drauf. Was ich auch cool finde, ist, dass er die Kette tatsächlich auch an seinem Fuß hat. Ne? Weil ihr wisst ja vielleicht, dass er damals tatsächlich eingesperrt worden ist. Ja, und was ist jetzt? Hey, du da! Ach, sagt er schon. Hier bin ich. Hier. Prinz Sidon? Und hopp. Ah, das ist Sidon, Prinz der Soras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Ja, endlich einen. Oh, ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Soras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Link? Link also, ein guter Name. Habe ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass es mal ansehen, wie du dich bewegst, diese Körperspannung. Du bist etwas Besonderes, so viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Bin ich. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Soras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas habe. Gut, Spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an, meine Heimat, das Dorf der Soras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Soras. Wirst uns helfen? In Ordnung. Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe des Ristes eingeschätzt. Das Dorf der Soras ist so gut wie gerettet. Bitte beeile dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Deswegen müssen wir den meisten Kram auch, denke ich, nach dem Titanen dann machen. Aber wenn du diesen Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Okay, gut, dass wir Wolfling haben. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Es musste noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Es drückte die Flossen. Elektromedizin. Der Elektroeffekt schützt es vor elektrischen Schlägen. So haben Gegner, die es auf Elektroattacken verlassen, nichts mehr zu lachen. Okay. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Lyanna gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Soras nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen.
Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse bis auf das. Ja, alles klar. Das klingt nach einem guten Plan. Auf jeden Fall. So. Wolf Link, kommst du? Ja, habt ihr dieses Geräusch gehört? Alle Twilight Princess Kenner werden wissen, worum es geht. Das ist nämlich das typische... Das ist nämlich das typische... Teleportgeräusch in Twilight Princess, wenn man es als Wolf irgendwo hinportet. Ja, tatsächlich. Und ich finde das auch echt geil, dass man das auch in Breath of the Wild wieder eingebaut hat. So, und jetzt hat Wolf Link einen Schaden kassiert. Das soll natürlich Nist sein. Komm. Wisst ihr was? Ich probier mal was aus. Kann man ihm eigentlich was zu fressen hinlegen? So ein Stück Wild oder so? Und dann wird er geheilt. Wir können es ja mal probieren. Komm. Friss, Link. Ja, tatsächlich. Alter, abgefahren. Ja, wie cool. Na dann. Dürfte ja nichts mehr im Weg stehen. Okay, noch ein Hyrule-Barsch. So. Komm, Wolf Link. Und ich würde fast sagen, es ist eine gute Idee, wenn wir auch einfach mal diesen Trank mal einsetzen. Ich glaube, wir können uns im Dorf der Soras sowieso noch mehr kaufen. Also von daher nicht so das Problem. So, aber Herzen sollten wir uns natürlich auch auffüllen. Das ist klar. Ja, ein Pilzspieß, lecker, lecker. Festtagsgulasch. Ja. Ausdauer-Honigcrepe. Na gut, nehmen wir noch eine Röstforelle. Da müsste es damit gut sein. So. Okay. Als ob wir den ge-one-hitted haben. Ist es jetzt nur dank der Medizin so, oder? Wie ist das zu erklären? Okay. Auf jeden Fall krasse Scheiße. Muss man dazu sagen. Ja. Mal gucken, was sie zu Wolf Link überhaupt sagen werden, ne? So, komm her. Nopes. Alles klar. Damit können wir die doch einfach one-hitten. Och Mann, hättest das gewusst, dann hätten wir doch eigentlich... Dann hätten wir eigentlich Wolf Link nicht gebrauchen müssen. Dachte es mir zumindest. Aber gut. Dann ist es halt so, ne? So. Ihr kommt her. Und du genauso. Oha. Okay. Du teleportierst es ja gleich zurück. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so den großen Kopf bei. Wow. Mann, das ist ja echt krass mit euch Fiesern. Na? Kommt her. Hey, Link. Okay, was ist denn jetzt noch? Tut mir leid, dass ich das aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch immer den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbar viele Monster herum. Gib auf das Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen das. Ja, ist ja gut. Wenn du es immer unterbrechen würdest, dann kämen wir auch viel, viel schneller an unser Ziel. Okay, Daruks Schirm, das ist schön. Das ist sehr gut. Aber was macht diese Medizin nochmal, die wir gerade haben? Naja, die schützt uns vor Elektrizität, ne?
Wow. Wolfling, pass auf. Ja, ich glaube, das war nicht die beste Idee, ihn da einzusetzen. So. Aber jetzt darf tatsächlich mal Wolfling ans Werk. Sehr schön. Ja. Ich glaube, den nächsten Idioten kann Wolfling selbst mal besiegen. So. Okay, das bringt ja mal überhaupt nichts. Gut, dann werden wir halt Feuerpfeile benutzen, um uns dann den Weg hier durchzukämpfen. Oh. Oder war das jetzt nur für eine Truhe gedacht? Auf jeden Fall ein violetter Rubin. Wunderbar. Und wir sind... Ja... Müssen noch ein bisschen wandern, aber sind langsam, aber sicher auch am Ziel. Oh, jetzt wird's aber krass. Oha, Wolfling. Bitte mache keinen Mist. So. Gut, dass wir... Na, komm her. Oh. Haben keine Waffe mehr. Alter, alles klar, Mann. What the fuck? Ey, hier geht das der Ristis ab. Oh, nee. Weg, 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 weg. Du Heiliger. Och, nee, hättest das gewusst, ne? So, du verschwindest hier. Oh. Ey, wir verlieren ja unsere ganzen Waffen hier. Ja. Okay. Gut, zwei Idioten sind noch übrig. Nein. Ey. Jetzt mach mal hier. Sehr schön. So. Und du genauso. Hast ja doch gar nichts zu bieten. Okay. Gut. Jetzt ist nur die Frage, wo sind unsere Sachen hin? Und wo ist Wolfling? Okay, wir brauchen einen neuen Bogen. Wobei da der ja sowieso bald zerbricht. Nehmen uns doch einfach einen neuen, das ist doch kein Problem. Haltbarkeit ist sehr groß, das ist schön. Wir haben auch nicht mehr so super großen Elektroschutz, sehe ich gerade. So, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir die Items auch einsammeln. So, ganz ehrlich, welcher Mensch braucht eine Route? Die brauchen wir ganz bestimmt nicht mehr. Ja, Wolfling hat bis jetzt noch nicht so viel leisten können. Ich hoffe, das ändert sich noch. Elektropfeil, sehr schön. Hier haben wir einen Königsbogen, aber die Bogentasche ist voll. Hier hätten wir noch einen Bogen. Boah, jetzt wird's aber brenzlig, ey. Eine Spurtkröte. Ja. Verschwindest du einfach nach einer Zeit. Hallo, ich bin hier. Ach, du schon wieder? Och Mensch. Digga. Tut mir leid, dass ich das so über die Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, es habe leicht Schwimmen hier im Fluss. Aber in Gedanken kämpfe ich mit dir den Weg hinauf. Nur nicht verzagen, mein Freund, du schaffst das.
So. Blöde Frage. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Mann, ist das es dunkel. Wow. Mann, mach doch was, Link. Du Scheiße. Wow. Nur noch ein Viertel Herz. Ach du Heiliger. Junge, friss. Aber sowas von. Und jetzt werden wir uns mal das wirklich gönnen. Boah, du Heiliger. Na, kommt her. Och, nö. Ey, sag mal, du verlierst ständig deine Waffen, ne? Ja. Und jetzt sind wir natürlich hier drin gestorben, ne? Ganz klar. Och, Mann, Ometa. So, und wo landen wir? Ja. Was ist eigentlich mit unserem Wolf-Link? Können wir den eigentlich noch einsetzen? Nee, eigentlich nicht. Ja, es gibt zu, es war nicht die beste Idee, hier Wolf-Link einzusetzen. Ich glaube, den werden wir woanders auf jeden Fall besser einsetzen können. Och, Mann, Ometa. Okay, aber gut. Manchmal klappen die Pläne nicht immer. Da muss man mit leben, aber wir müssen versuchen, diese Fledermäuse so schnell es geht aus dem Weg zu räumen. Weil die machen das Leben echt schwer. Och Mann, jetzt Junge. Ja, und hier einen Blitzstab zu verwenden, ist natürlich eine scheiß Idee. So. Was können wir uns denn gönnen? Ja, Dampffleisch. Ist, glaube ich, schon ganz okay. So. Nö, wisst ihr was? Euch werden wir mal mit den Pfeilen hier abschießen. Weil ihr nervt nur so. Und jetzt ist wieder irgendwas von mir unter Strom. Ist es... mein Bogen. Was mit meinem Schwert? Ja. Hier können wir eigentlich nur den Bockstock benutzen. Ja. Heißt also, wenn man Wolf-Link verliert oder wenn man verliert und man Wolf-Link als Begleiter hat, dann verliert man den auch zu Gleis. Hier hätten die uns vielleicht was genützt. So, aber gut. Von hier aus werden wir mal eine Bombe da reinrollen lassen. So, das hat natürlich wunderbar geklappt. So. So. Kommt her. Sehr schön. Ja. Hier hätte uns Wolf-Link vielleicht etwas gebracht. Aber gut, in der Ebene kann man ihn sowieso besser benutzen. Und von daher. So. Einmal Grillwild. Sehr schön. So. Okay. Gut. Sehr nice. Wir kriegen Holzpfeile. Wir kriegen hier
Röstbarsche. Oh, cool. Sehr schön. Bocklanzen, die wir eigentlich nicht gebrauchen können. Nee. Kommt. Weg mit den Bocklanzen. Die können wir nicht gebrauchen. Ja, und ich sehe wieder, wir haben 20 Minuten. Hinter uns ist, war gerade vor lauter Aufregung ganz woanders. Ja, ich hoffe, dass wir ja morgen wieder oder beim nächsten Mal wieder Wolflink Amiibo benutzen können. Das wäre zumindest schön, dann würden wir das auch tun, damit er uns vielleicht in Zukunft noch ein bisschen besser unterstützen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das gut gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Ich sage an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.